nicht mehr weh und der Hafer sie stinkt. Dann laufen sie aus und segeln quer über den Ozean. Martin am Steuer, Marianne beobachtet, ob er alles richtig macht. Wir sind hier auf der Insel Pacetta. Zurzeit herrscht Ebbe. Da kommt die ganze Insel zum Vorschein bei Flut. Ist das alles überschwemmt. Und im Hintergrund Lupina. Wir sind hier auf der Insel Pacheca. Schau jetzt durch Richtung Cantadora. Und hier ist Saboga. Wasserpumpe, die ist plötzlich nicht mehr gelaufen. Ich habe sie dann aufgemacht und habe gesehen, dass das Kabelschüler hier ist abgebrochen war. Also das Kabel war durchgerostet. Da ist jetzt ein neues Kabel dran gekommen. Da haben wir sie wieder eingebaut. Und dann hat sie den Druck nicht mehr gebracht. Und der Grund für den Druck aus Versehen beim Demontieren ist auch das Schräubli rausgekommen. Und das, mit dem kann man den Druck einstellen, mit dem Schräubli. Und als wir hier das Deckel haben montieren wollten, haben wir das Schäubli rausgenommen zum Deckel und dann haben wir gemerkt, halt, das ist falsches Schäubli. Das ist der Grund. Jetzt habe ich etwa 3 oder 4 Mal ausgebaut und Druck nachreguliert. Jetzt funktioniert die. Jetzt mache ich Endmontage und unsere Montieren. Jetzt kann ich wieder normal duschen. Jawohl, jetzt soll es gehen. Danke, Kevin. Und da unten wird dann die neu eingestellte Pumpe wieder eingebaut. Du hast noch einen Volvo Panama in Shelter Bay. Die haben uns einen Service Motor gemacht und einen Kühler gewechselt. Und seitdem liegt etwa 4-5 Liter Kühlwasser in der Bilge vom Motor. Und noch Öl, das aus dem Ölfilter gelaufen ist. Das sauge ich jetzt ab, bringe das in diesen Kanister. An Land können wir das Altöl entsorgen, das Mix Altöl und Wasser. Und dann der Kanister kommt in den Container. Den haben wir unterwegs aus dem Meer gefischt. Kann ich mir noch ein Auge? Nach dem Auspumpen des Motorraums checken wir auch die Bilge und erleben eine Überraschung. Sie ist gefüllt mit Süßwasser. Woher kommt das? Uiuiui, wie sieht es denn da aus? Überall ist alles ausgebaut, liegt herum, die Bilgen sind offen. Was ist da passiert? Es ist schnell klar. Irgendwo in der Wasserleitung ist eine Leckage. Aber wo? Wir machen uns auf die Suche. Stopp! So, es sind jetzt 7 Stunden vorbei. Köbi, wie weit bist du? Ich habe jetzt mit Ausschließungsverfahren habe ich herausgefunden, es ist der Warmwasserkreislauf, der irgendwo ein Leck hat.
Ich habe zuerst die Küche abgehängt, dann so einen Blindstopfen. Ich habe nichts anderes, da mit dem Werkzeug habe ich dicht gemacht, das habe ich angeschlossen, Küche abgehängt, das da dran, und dann hat es immer noch Leckage gehabt. Dann habe ich Afterkabine angehängt, immer noch, und als drittes dann den Boiler, und dann gab es die Leckage nicht mehr. Jetzt ist es so, der Boiler hat aber auch wieder vier verschiedene Kreisläufe, und den muss ich jetzt auch noch erwirren, aber das mache ich nicht mehr heute. Also das heißt, was gibt es heute? Feierabend. Feierabend. Okay, einschalten. Jawohl, stopp. Tag 2. Das Problem ist noch nicht gelöst, aber die Ursache zum Problem ist gefunden. Also, was heißt das? Alles ausbauen und Werkzeug hervorholen und die defekte Wasserpumpe rausholen. Unsere Gäste freut's, sie mussten ihr Zimmer räumen. Köbi mit Gast Martin, fachsimpeln, wie es zu bewerkstelligen ist. Oh, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut gewesen zu mir. Warte, ich nehme die Pumpe schon weg. Warte, jetzt warte ich die auch nicht auf... Ja, auch nicht die Fässer. Roter Teil. Also. Ja, und du jetzt mit dem 2,5er und dann kannst du mit dem 1er noch fertig pressen. Das ist unser Team, das heute Dubina putzt. Danke Marianne, danke Martin, danke Kevin. Großeinkauf. In Französisch-Polynesien ist es sehr schwierig und auch teuer, an Lebensmittel zu kommen. Lebensmittel, die lange haltbar sind, füllen wir in Flaschen ab oder wir vakuumieren sie. Da verschwindet meine Schokolade. Da wir auf der Überfahrt nicht gerne aufwendig kochen, bereite ich Menüs fixfertig vor. Das Hackfleisch zu Bolognese eingekocht, das Bullefleisch für Göre geschnetzeltes
und das Gemüse portionenweise in Säcklein angepackt, so lege ich dann alles in den Tiefkühler. Alle Wäsche wird noch gewaschen und das Dinghy wird auf dem Vordeck verstaut. Als letztes muss die Lupine noch vom Kammerjäger ausgeräuchert werden. Galapagos verlangt das. Leider müssen wir uns jetzt auch von der Anixi verabschieden. Sie zieht weiter nach Norden, Richtung Mexiko, während wir nach Westen zu den Galapagos-Inseln segeln. Wer weiß, vielleicht treffen sich unsere Kielwasser in Französisch-Polynesien wieder. Hat euch das Video gefallen, dann drückt doch auf den Daumen, auf Abonnieren und die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen.